So, nachdem jetzt die anderen Teile gerade alle beim Lackieren sind, widmen wir uns endlich dieser schönen Arox Fahrkabine. Denn die werden wir jetzt einmal zerlegen, und zwar komplett und ich hoffe mal möglichst zerstörungsfrei und ohne Blessuren. Und ich habe hier wieder einen Haufen Sachen hergelegt, einen Haufen Schraubenzieher zum Aufbiegen von den ganzen Laschen und ein bisschen was zum Zwischenreinstecken für die aufgebogenen Laschen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir hier gleich mal los. Wir fangen an und schauen mal, dass wir hier diese Dinger hier wegkriegen, denn die sind unten und oben fest. Die Türen müssen raus. Und genau, hier oben das Teil, das habe ich schon weggemacht. Ja. So wird jetzt nach und nach mal alles weggebaut. Die Türen gehen immer relativ einfach, die sind hier einfach festgehackelt. Können wir hier ein bisschen nach oben drücken. Und dann gehen die hier auch ganz leicht raus. So. Wir haben hier zwei so Nasen, dann sind die gleich weg. Okay. Also hier ist mir leider jetzt die Nase abgebrochen, aber das wird nicht die letzte Nase sein, die mir hier abbricht, aber dann ist es halt so. So, jetzt müssen wir hier in die Inneren irgendwie. So, für die Kabine selber haben wir jetzt hier drei Teile. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch soweit funktioniert. Hier vorne ist noch was befestigt oder ist es da oben? Und den Spiegel kann man eigentlich kleiner wegmachen. Ja, das ist immer ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. An der Scheibe bin ich immer vorsichtig. Vielleicht können wir die auch rausziehen. Machen wir mal die hier unten weg. Okay. Hier sind jetzt die drei, die ich hier schon aufgemacht habe. Und jetzt muss man schauen, dass man das hier irgendwo runterbekommen, und die sind jetzt hier oben drin, aber ich sehe jetzt leider nicht genau, in welche Richtung die gehen. So, ich zeige euch jetzt kurz, was hier Sache ist. Diese drei, die hier unten einrasten, hier, hier und hier, sind noch ganz easy. Hier oben rasten diese zwei hier ein und ihr habt keine Chance, von außen hier etwas reinzustecken oder hier etwas gegenzudrücken. Das liegt hier unten drin und ist dann bündig mit dieser Nase. Das heißt, ihr habt keine Chance, von hier oder von hier, hier unten reinzukommen. Gleich hier auf der Seite hier war das, wo ich probiert habe, diese Nase abzusägen. Was aber auch nicht funktioniert. Wie ihr seht, ich komme gar nicht so tief unten rein. Und das Ganze hakelt eben hier ein. Hier habe ich den Ding jetzt rausgerissen. Und hier hängt er noch. Und ihr seht, hier hackt es hier ein. Und hängt dann hier unten drin. Das heißt, ihr habt keine Möglichkeit, hier unten irgendwo anzusetzen. Dieses Teil müsst ihr hier rüber drücken, in die Richtung, und ihr kommt da aber nicht hin. Also ihr habt keine Chance, dass ihr da irgendwie hinkommt. Und das war jetzt genau das Hauptproblem an der ganzen Sache. Ja? Heißt,
Ich habe jetzt, hier habe ich es ja rausgesägt und habe es einmal umgebogen und habe es rausgerissen. Und ihr seht, hier ist es auch ein bisschen gesprungen, aber die Scheibe ist Gott sei Dank noch heile geblieben. Meine Güte, meine Güte. Puh. Also diese Dinger hier, die sind echt haarige Biester. Ja, hei, hei, hei. Aber zumindest haben wir jetzt die hier auch weg. Das hier können wir, glaube ich, einfach aushakeln und nach vorne ziehen. Genau. Diese ziehen wir nur nach vorne. Dann sind die weg. Aber dann sind wir schon mal wieder ein Stück weiter bei der ganzen Sache. So, dann schauen wir weiter. Gucken wir mal, das Lenkrad, kann das hier, das bist drauf gesteckt. Dieses Armaturenbrett. Ja, es schaut irgendwie. Aber das nervt mich voll, dass das so wegblättert. Irgendwie, keine Ahnung. Mal schauen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Laschen. Da unten sehe ich noch eine Lasche. Die müsste eigentlich das Teil hier oben festhalten. Wir werden sie auch gleich mal aufbiegen. Ich glaube, hier ist noch, müsste noch irgendeine sein. Wir müssen jetzt hier erstmal dieses Armaturenbrett ein bisschen rausbekommen. Okay. Haben wir zumindest mal hier diesen Luft-Einlass, Auslass hier drüben weg. Keine Ahnung, die Treppen vielleicht. Okay, also hier ist schon mal eine. Hier in der Mitte, ich habe es jetzt einfach bloß mal hochgehoben. Okay, also ich habe es jetzt tatsächlich einfach rausgerissen, weil vorne hängt es. Hier. Aber man kann es im Endeffekt einfach nach oben rausdrücken. Also hier keine Angst, einfach hier reinfahren. Ich bin jetzt einfach hier reingefahren und habe es nach oben rausgepresst, ja, bis es rausgeflutscht ist. Hier versteckt sind die nächsten. Ich guck gerade mal, ob ihr das hier irgendwie seht. Hier drin, hier an der Seite. Da müssen wir jetzt im Endeffekt das so seitlich wegbiegen und dann müssten wir die Front hier wegbekommen. Oder das Unterteil, je nachdem. Und jetzt da müssen wir gucken, den hier hinten noch. So, den hier hinten nach oben. Und jetzt da. Jawohl. Also, eine Nase. Dann diese zwei, wo ich euch gezeigt hatte, direkt vorne an der Scheibe. Und dann hier die hier unten, wo dieses Ding da drin gesteckt hat. Oh. Was für ein Kampf oder Krampf. So, dann schauen wir mal, wie wir das hier abbekommen. Da sind hier auf jeden Fall schon mal zwei sichtbare Clips. Und ich schätze, da unten werden auch noch welche drin sein, weil es bei allen bisher so war. Die Frage ist immer nur, wie man da hinkommt. Na, jetzt machen wir erstmal die zwei hier auf. Die ersten zwei sind offen. Da können wir es auch schon ausklipsen. So, jetzt gucken wir mal da unten. Ah, da unten sind die anderen zwei. Okay. Wir rütteln und schütteln uns das jetzt frei. Ah, jetzt da. Probieren wir es von der Seite hier reinzukommen.
glaube, das müsste gehen. Jawohl. So. Also, ich zeige euch das nochmal. Hier sind die vier Punkte. Und hier sind diese vier Laschen. Die gehen noch einfach, weil die kann man von oben runter drücken. Und die hier, die sind natürlich jetzt innen drin gewesen. Und ich habe jetzt einfach so lange rumgerödelt, bis das halt ein bisschen Spiel hatte. Und ich von der Seite hier von der Seite hier unten reinkam, um das hier nach oben zu drücken. Und in dem Moment macht das Ding dann auch schon aus. Ja, die oberen, wie gesagt, die gingen jetzt eigentlich ganz gut. Da waren jetzt diese unteren versteckten Laschen, die sind einfach immer schlimm. Wenn man, vor allem, bis man die dann sieht und genau weiß, ah, okay, da muss man angreifen. So, und jetzt sehen wir hier, dieses graue Teil ist hier befestigt. Und hier oben, oder? Das ist da innen drin eine Lasche? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur hier dran. Ja. Wohin jetzt das? Meine Güte. Die habe ich geöffnet. Und hier unten, diese kleinen grauen Nasen haben es noch festgehalten. Heieiei. So. Und das ist nur aufgesteckt, also da braucht es auch gar nicht probieren. Ihr seht, ich habe hier probiert. Da kommt es ja eh nirgendwo hin. Könnt ihr euch schenken. Könnt ihr euch schenken. So. Zum Glück wird nachher alles lackiert. Schöne Stern. Und das alles, weil wir nur Lampen einbauen wollen. Naja, nicht nur, aber im Großen und Ganzen. Und das ist jetzt eigentlich nur noch da drauf gelegt, oder? Ja, so ziemlich. Ganz lapidar an ein paar Punkten. Mit wenig Druck und wenig Spannung. Hier unten noch. Kleine Nase. Okay, also das ist jetzt noch der kleinste Part gewesen. Jetzt können wir noch die Lichter rausmachen. Hier. Das ist so klein. Hier drin. Da ist eine Nase. Und die hält es jetzt fest. Könnt ihr euch das vorstellen? Daran scheitere ich jetzt gerade. Was soll ich dazu sagen? Okay, einfach von außen ein bisschen dagegen gedrückt. Ja, super. Wenn man es immer vorher wüsste, eigentlich sollte ich jetzt gleich nochmal 3-4 Kabinen öffnen, weil ich eh gerade dabei bin. Aber jetzt ist sie offen und jetzt können wir loslegen und jetzt können wir uns danach natürlich auch Gedanken machen, wie wir dieses ganze Puzzle wieder am Ende des Tages zusammensetzen, so dass das aber auch wieder zum Öffnen ist, wenn was ist. Denn wenn mal eine LED ausfällt, dann habe ich keine Lust, das ganze Ding nochmal so zu machen. Ja. Schauen wir mal, wie wir da weitermachen.